Hallo und herzlich willkommen, meine lieben Freizeitstrategen und Überlebenskünstler da draußen, hier zurück zu Endzone World Apart. Ich bin gerade absichtlich in diesem Bildschirm, denn ich wollte euch was zeigen. Hier, also da befindet sich nämlich so ein F1 Feedback im Spiel. Wenn ihr so einen kleinen Bug findet oder irgendwas, was euch unstimmig vorkommt, dann könnt ihr das hier tatsächlich direkt an Gentimate schicken. Wollte ich nur ganz, ganz kurz nochmal erwähnt haben. Die sind dann nämlich ziemlich empfänglich für sowas. Einfach freundlich formulieren, ne? Ihr wollt ja auch freundlich angeschrieben werden. Und dann werden die sich das ziemlich sicher angucken. So, wir machen weiter. Und gucken mal, was als nächstes passiert. Erstmal wird jetzt hier natürlich der Handel wieder abgeschlossen. Dann bekommen wir wieder Stahl und Schrott. Ey, das ist extrem gut. Weil Stahl ist das, was uns momentan extrem fehlt. Wie sieht's hier aus? Ja, Plastik fehlt gerade eben vollkommen. Das ist echt ein Problem. Obwohl wir eigentlich genügend hier haben, die jetzt hier noch machen könnten, aber sie tun es nicht. Warte mal, ich mache nochmal einen weiteren Sondierer. Einen achten und nochmal ein bisschen mehr Wasser rein. Ich brauche einen Bauarbeiter weniger. Uns ist ein Wirt weggestorben. Wir könnten heute noch diese 100er-Grenze durchstoßen, wenn wir Glück haben. Gucken wir mal gerade mal die Beschädigungen. Es ist nicht mehr so viel beschädigt. Stromtechnisch gibt es ein paar kleine Ausfälle, wie ich gerade eben feststelle. Ich sollte, glaube ich, nochmal was fürs Stromnetz tun. Ich könnte zum Beispiel hier noch, glaube ich, eventuell was hinsetzen. Elektrizität. Windkraftanlage. Die würde sogar hier noch hingehen, ohne Probleme. Hier darf sie nicht, aber hier darf sie hin. So. Komm, wir gehen dahin. Ja, wir bauen noch eine weitere Windkraftanlage hin. Und werden die jetzt hier einfach mit dem Stromnetz verbinden. So gut es halt geht, ne? Es sind nochmal 300 Strom mehr und dann müssen wir irgendwann mal auch mal zu besseren Möglichkeiten kommen, meiner Meinung nach. Wie sieht's eigentlich aus? Wir haben immer noch niemanden irgendwo hingeschickt. Ach, die läuft noch, die Kundschaft, die Mission. Ups. Ach, der Giuseppe, der ist auf dem Weg. Okay. Was ist hier das Problem? Die haben gar kein Problem. Also Stoff wird auf jeden Fall jetzt dadurch extrem gut gemacht. Das Einzige, was ich mich frage, ist, ich kann jetzt theoretisch das hier sogar schon pausieren. Wisst ihr was? Das mache ich. Ich stoppe mal hier und gucke, ob der Stoff aus Hanf alleine ausreicht. Dann sollen die lieber die anderen Sachen herstellen. Das fände ich an und für sich schon ganz gut. Wer ist mir denn jetzt hier schon wieder über die Klinge gesprungen? Bauer. Ich will einen weiteren Bauern. Kann nicht. Gerade wieder einer gestorben. Nee. Super. Jetzt fehlt nur noch Plastik. Beeilt euch mit dem Plastik, Freunde. Ich bräuchte halt mehr Sondiere, dass sie halt in mehr Schichten arbeiten würden. Ne? So, der Kollege ist angekommen. Das ist wohl eines der Gewächshäuser, welches die Leute zur Landwirtschaft nutzten. Das Leben muss damals unbeschwerter gewesen sein. Ah ja, Ansichtssache. Es war aber auch komplizierter. Das Gewächshaus selbst ist in einem schlechten Zustand, aber hier wachsen eine Vielzahl von Pflanzen, die wir sonst nirgendwo gesehen haben. Oh. Pflanzen. Oh yeah. Dann brauchen wir noch das Siedlerabzeichen, Sammlerabzeichen. Das ist sehr gut. Haben wir mal wieder 4 Aktionen. Ey, ich gehe hier voll auf Werkzeug. Und auf die Schutzmaßnahmen. Aktivkohlemaske, komm. Gebe ich den einfach mal mit. Go, Freunde. Go, go. Ich hoffe, dass 3 Stück reichen. Oh, es regnet. Oh, ist das gut. Ist das gut, dass es hier regnet. Aber es hat nur kurz geregnet. Es hat nicht viel Wasser gebracht.
Der ist halt echt nicht mehr so voll, der Kollege hier, ne? Es hat nur der sekundäre Wasserfüllstand. Ich würde mir wünschen, dass man irgendwann mal so diesen Punkt erreicht, wo du sagst quasi, hey, ab jetzt läuft's, ne? Wir haben die Technologie, ab jetzt läuft's. Wissenstransfer. Alle unausgebildeten Erwachsenenwerfer werden ausgebildet. Dieses Dekret. Oh. Komm, da will ich hin. Ich will, dass jetzt alle ausgebildet werden. Dummheit ist demnächst verboten. Jeder muss irgendeinen Scheiß lernen. So. Das hier haben sie schon gebaut. Halleluja. Hier fehlt noch ein bisschen was. Also wir merken, dass es jetzt hier gerade eben die ganze Zeit so ein bisschen hin und her geht. Komm, mehr Wasserträger. Wie weit ist es? Die sind gleich da. Da freue ich mich schon drauf. Ich freue mich. Also das ist wirklich geil. Ich freue mich wirklich jedes Mal, wenn so eine Expedition ankommt. Macht gleich gute Laune. Ich könnte auch noch mehr Logistiker gebrauchen, by the way. Und lass es nochmal ein Bauern sein. De facto kann ich von allem einfach noch mehr gebrauchen. Aber wahrscheinlich kann man auch einfach deutlich mehr die Leute mobilisieren. Das könnte man natürlich auch machen, so als Spielstil, sage ich jetzt mal. Will ich jetzt aber gerade eben nicht. Ne? Also ich will eigentlich, dass die Leute in den Sachen, die sie tun, Fachleute werden. Apropos Fachleute. Der Kollege hier. Ah doch, jetzt hat er hier wieder was, was er jagen kann. Die Nahrungs- und Verwassersituation wird halt immer ungeil. Oh, wir haben die 100! Wir haben die 100! Kinder sind die Zukunft, habe ich gerade als Achievement bekommen. Cool. Wir haben jetzt exakt 100. Ich gehe mal hier nochmal mit einem runter. Ich will einfach diese Wasserproblematik in den Griff kriegen. Hier fehlt... Was fehlt denn hier noch? Nee, abreißen will ich das ja nicht. Was hat denn das Ding hier für ein Problem? Das soll, glaube ich, immer noch aufgewertet werden, ne? Hier fehlt noch irgendwas. Irgendwas fehlt noch. Und so lange müssen wir es halt warten. So, wie sieht es eigentlich mit unseren Rehen aus? Yeah! Guck mal, jetzt wird hier jedes Mal 240 Fleisch produziert. Also gut. Das läuft doch. Und der Handel wurde abgeschlossen. Jetzt haben wir den Schrott und das Metall. Der Kollege geht glücklich seiner Wege. Das finde ich gut. Apropos gut. Ich wollte kurz nochmal erwähnen, na, guck mal, was wir aus dem Dingens hier gemacht haben. Aus unserem ursprünglichen Bus. Das ist jetzt hier schon ziemlich krass hier. Beschränkung der Schutzkleidung. Ist alles erlaubt, was soll's. Das ist ein richtig cooler Ort geworden. Was ist das hier? Inventar. Können wir mal gucken, was wir haben. Äpfel 38, Holz, Hanf, Rehfleisch. Wir haben noch 88 Hanf. Wir haben auch Eier. Es ist so cool, dass das halt wirklich auch da drin so gelagert wird, ne? Und nicht einfach dann so, ja, und das ist jetzt Nahrung und egal. Nee, weil ich den Scheiß ja wirklich handeln kann. Also diese Komplexität möchte ich mal hervorheben, was dieses Spiel hier weiterhin hat. Das ist richtig genial. Die meisten Spiele machen es sehr viel einfacher, was sowas angeht, ne? Dann ist es halt einfach quasi nur in dem Gebäude ein Ei und sobald es dann weg ist und hier ankommt, ist es halt einfach Nahrung. Aber hier ist es nicht so. Das finde ich cool. Entschuldigung. So, der Kollege hier ist jetzt am Start. Du musst dir Wassersilo, Zisterne, nee, nicht aus der Zisterne bitte, aus Brunnen, ja, nicht aus dem Regenspeicher. Du holst dir wirklich, nee, du holst dir wirklich nur aus dem Wassersilo.
Ich will nämlich, dass der Boden hier unbelastet bleibt. Wir fangen jetzt hier an mit einem weiteren Anbaufeld. Ich entscheide, dass ich das hier nicht so machen kann, dass ich automatisch sehe, wohin die Reise hier gehen könnte. Ich denke, dass ich das hier so machen kann. So. Nochmal 10 mal 10 Feld. Oder so. Ja. Komm, wir machen so ein Feld. Ja. Ein Feld. Jetzt muss ich wieder gucken. Mhm. Ich mache hier auch wieder so ein 10er Feld. Ne, bis da oben. Bis wo geht denn das? Ich kann de facto bis zur Baumgrenze gehen. 10 mal 6. Ja, das hier so. Das müsste gehen. Machen wir mal diese zwei Felder von Anfang. Muss ich jetzt sowieso erstmal drum gekümmert werden, hier so Stück für Stück. Jetzt sind wir wieder unter 100 gefallen, schade. Ja, aber den tue ich auch gleich wieder zu den Wasserträgern hin. So, der ist jetzt auch fertig, perfekt. Wie gesagt, ich baue jetzt hier die Dinge aus, ich will, dass hier mehr Kinder entstehen können. Wir haben inzwischen so viele Kinder. Aber die fressen uns halt auch echt die Haare vom Kopf, ne? Also unsere nächste Investition geht jetzt wirklich einfach in die Nahrung. Und ins Wasser. Ja, hier dauert es jetzt eine Weile, bis das hier losgeht. Füllstand des Wassertanks ist... So, wir haben eine neue Technologie erforscht. Das war die ausgebaute Schule. Eine ausgebaute Schule bildet Kinder im Gegensatz zu einer normalen Schule in allen Fächern vollständig aus. Die Ausbildung erfolgt zudem deutlich schneller. Das ist sehr gut und das als nächstes machen wir den Wissenstransfer. Das heißt, ich werde jetzt die Schule, den lieben Pastor Pinsi freuen, verbessern. Wo ist sie denn? Da ist sie. Genau. Die Schule muss ausgebaut und verbessert werden. Wird uns einiges an Materialien kosten, aber ich bin inzwischen bereit, diese Kosten zu bezahlen. So, lass mal weiterlaufen. Gott, brauchen die lange, um da hinzulaufen? Ich weiß gerade eben nicht warum, aber sie brauchen echt lang. Zielort fokussieren. Sehe ich die Leute da laufen? Nö, leider nicht. Irgendwie geht es kaum voran. Ach, weil die Metallwerkzeuge und die Aktivkohlemaske irgendwie fehlen. Es gibt da einfach niemanden, der da gerade arbeitet. Wir haben keine Kundschafter. Alles klar. Ja, das muss man sich ja mal klar machen. Das wäre halt cool, wenn sich darum auch die Logistiker kümmern würden, ne? So, also gut, die Felder. Saatgut. Karotte. Saatgut. Ja. Kann man auch direkt hier klicken. Wir haben die beiden Saatgüter jetzt hier schon mal gesetzt. Dann setzen wir auch gleich eine weitere Logistikplanung. Einen besseren Weg. So. Dann wird das Zeug nämlich schneller abtransportiert. Und jetzt bitte ich darum, dass das jetzt hier mal... Wo ist es denn? Da. Dass das Ding jetzt hier mal beliefert wird. Metallwerkzeuge fehlen noch. Jetzt haben sie das hier aufgebaut. Nächstes Haus. Mehr Kapazität. Die nächste Generation steht also ein bisschen besser da.
Dadurch entstehen jetzt auch wiederum mehr Kinder. Ich verstehe nicht, warum das Zeug nicht geliefert wird. Manche sagen Schwein zu mir. Fressen Schweine Menschen? Ja. Wenn man sie lässt, schon. Oh fuck. Oh Gott. Oh Gott. Genau da. Wisst ihr, was halt der Oberhammer ist, ne? Der Schnaps bewirkt halt gar nichts. Das Bier. Oh nein. Ey, der macht uns fertig, der Typ. Ich kann ihm nicht mehr als 2000 Nahrung geben. Ey, das ist so unfassbar, was die verlangen. Die verlangen halt de facto ab einem gewissen Punkt einfach alles, was du hast. Hey, ohne Witz, der verlangt einfach alles. Der verlangt wirklich alles. Wie das riecht. Das Schlimme ist aber, ich komme noch nicht mal dazu, Verteidigungsmaßnahmen zu errichten, Leute. Denn dafür brauche ich Schwefel. Ich brauche Schwefel für Waffen. Was soll ich machen? Kann nichts machen. Scheiße, ey. Das ist richtig schlecht. Wer ist da gerade gekommen? Ach, sie wieder. Einen schönen Tag wünsche ich. Ich freue mich, mal wieder hier sein zu können. Ich habe eine ganze Reihe an super tollen Sachen für dich eingepackt. Schau doch mal, ob du an irgendetwas interessiert bist. Ich könnte gerade Plastik brauchen, Mädel. Jod. Metallwerkzeug. Naja, ich habe auch tatsächlich Strahlenanzüge wären auch eine Idee. Nee, ganz im Ernst, ich nehme nur das Plastik und gebe dafür die Medikamente ab. Das ist das Einzige, was ich hergeben kann. Hervorragend! Boah, ey, ohne Witz, wir haben jetzt richtig Trouble. Also das ist echt schlimm. Mehr Wasser, mehr Hirten, mehr Bauern. Ich gehe jetzt rund auf einen Baumeister. Ich reduziere die Anzahl der Forscher. Wir müssen diese Defizite wieder ausgleichen. Und zwar drastisch. Das ist richtig schlimm gerade. Das ist echt schlimm. Ja, wir haben 3 hungrige Siedler, aber ich kann es gerade nicht ändern. Bin echt am Überlegen, ob ich noch mehr Forscher runterpacken will. Ich habe keine Sammler mehr, wie ich gerade sehe. Die Nahrungsmittelsituation ist prekär wie noch nie. Jetzt ernten. Dann fehlt sie uns halt nachher. Wisst ihr, es wird ja gerade eben geerntet. Und wir bekommen ja auch demnächst wieder ein bisschen Milch und wieder ein bisschen Eier. Fisch kommt ja auch rein. Na, nur um es kurz mal zu zeigen, ne? Diese ganzen Sachen bringen mir halt einfach nichts. Kann ich so einen Verteidigungsturm einfach mal bauen? Im Wachturm werden Milizen stationiert, um die Siedlung gegen Plünderer zu verteidigen. Ich probiere das mal, ne? Also. Hier wäre ja so ein typischer Durchgang.
Einen besseren Ort kannst du dafür fast gar nicht finden. Hier wäre es ähnlich. Ich muss gerade mal gucken, wie weit dem sein Radius geht bis da. Ja, ich fange jetzt mal an mit Milizen, aber ganz im Ernst, es ist einfach momentan echt problematisch. Ich ziehe jetzt hier nochmal Sondierer ab. Tu lieber da nochmal zwei Wasserträger hin. Ich kann bis zu 20 Milizen aufstellen. Ja, wie soll ich die denn ausstatten? Zwei Techniker reichen, die Förster. Ich kann mal zwei Förster rausnehmen. Ich brauche mal einen weiteren Brunnenwart. Bewässerung, ja, wird nein. Logistiker, Kundschafter. Ich pack noch einen Bauer rein, ohne Witz. Aber die Bauern bringen halt nichts, ne? Also das ganze Zeug wird ja abgebaut. So, also die Bauern werden ja eigentlich erst so richtig aktiv beim Anpflanzen und beim Abholzen. Wisst ihr, was das Schlimme ist? Uns droht tatsächlich eine Dürre. Ich muss jetzt hier harte Maßnahmen ergreifen. Nahrungsrationierung und Wasserrationierung. Ja, lange halten wir das nicht durch, das ist mir schon klar, aber ganz im Ernst, das ist die einzige Möglichkeit, um zu überleben. Das ist die einzige Möglichkeit, um jetzt zu überleben. Einige Kinder in unserer Umgebung sind unglücklich. Diese harsche Umgebung ist nicht besonders kinderfreundlich. Echt jetzt? Die Kinder fordern neue Spielzeug und Kleidung, die besser auf sie zugeschnitten ist. Oh Gott. Und was soll ich da machen? Halstücher produzieren? Schrottwerkzeuge produzieren? Oh Gott, echt jetzt? Dann mache ich halt ein paar Halstücher. Komm, macht ein paar Schrottwerkzeuge. Ist mir egal, spare ich Material. Hauptsache, die Kinder werden glücklicher. So, dadurch, dass ich jetzt hier die Rationierungen gemacht habe, ist da die Laune runtergegangen. Aber ich komme jetzt hier aus dem Gröbsten hoffentlich raus. Ich muss das schaffen, aus dem Gröbsten rauszukommen, bevor jetzt hier die Dürre kommt. Das ist sonst eine Katastrophe, die auf uns zurollt. Und zwar sondergleichen. Also ohne Witz, man merkt halt einfach, dass diese Mieslinge einen halt am Ende komplett ruinieren. Das ist halt nicht so, dass sie dir ein bisschen was wegnehmen und dich halt einfach so... Wisst ihr, schlaue Räuber würden es wirklich so machen, hey, wir passen auf euch auf. Und dafür bekommt ihr dann halt quasi, also ihr zahlt uns ein bisschen was regelmäßig, aber wir räubern euch jetzt nicht vollständig aus. Weil du gräbst dir ja dadurch auch quasi komplett deine eigene Versorgung ab. Die Leute werden entweder sterben, dann kannst du sie nicht mehr ausrauben. Blöd! Oder du machst sie so sauer, dass sie halt anfangen, gegen dich zu kämpfen. Auch blöd! Deswegen haben das, also so eine mittelalterliche Gesellschaft ist eigentlich das Realistischste, was man in so einer Situation eigentlich als Vergleich heranziehen kann, weil die es damals verstanden haben, mit diesem Zuckerbrot- und Peitschesystem zu arbeiten, so nach dem Motto, hörst du auf deinen Herrn, deinen ja, Ritter, deinen Grafen, Baron, was auch immer, dann tai tai tai. Hörst du nicht auf ihn, Peitsche. Ihr versteht, was ich meine? Das ist das Prinzip eigentlich. Aber in diesen Apokalypse-Szenarios sind die Leute halt einfach immer unglaublich dumm. die Kontaminierer brauche ich gerade nicht. Es ist halt echt schrecklich, ne? Aber ich muss die Leute halt hier... Ah, ist wieder einer gestorben. Wir schaffen es gerade eben nicht, die 100 zu halten. So. Wir sind im Gewächshaus angekommen, Boss. Ich weiß nicht, was dieser Speer erzählt hat. Für uns sieht es einfach aus wie jede andere Ruine, die in der Wildnis verstreut ist.
Nicht sehr vielversprechend. Ach du Scheiße, bitte. Ich hatte so eine Hoffnung darauf. Seht euch um. Einige Pflanzen wachsen da, wo der Pflanzenbereich gewesen sein muss. Als das hier noch eine üppige grüne Oase war. Es gibt auch einen alten Lüftungsschacht, den wir demontieren könnten. Pflanzenbereich. Oh, da kann ich tatsächlich Forschung bekommen. Please. Maissaat und 37 Mais. Jawohl. Die Pflanzen, die hier wachsen, ähneln nur vage dem uns bekannten Mais. Die Strahlenbelastung muss ihren Phänotyp verändert haben. Das kann gut sein. Wir könnten sie... Dass sie so einen Begriff wie Phänotyp hier benutzen. Ich bin beeindruckt. Wir könnten sie sammeln und versuchen zu kultivieren. Tja, Genotyp-Mutation führt unter Umständen zu Phänotypänderung. Und was? Das ändert dann wiederum seine morphologischen Möglichkeiten. Entschuldigung, ich höre auf zu klugscheißern. Und jawohl, in einer Ecke haben wir eine verschlossene Kiste gut erhaltener Glasflaschen und Reagenzgläser gefunden. Haben die hier mit den Pflanzen herum experimentiert? Höchstwahrscheinlich. Naja, die Ausrüstung ist auf jeden Fall hilfreich. So, dann gehen wir da noch hin. Wir könnten die Abdeckung dieses alten Schachts entfernen. Hier ist nicht viel zu erwarten, Boss, aber man weiß ja nie. Warte, unser Experte sagt, es wäre ein gutes Refugium für einige essbare Pflanzen. Schon klar, okay. Wir sind an der Aufgabe gescheitert. Scheiße, wir bekommen nur Stahl. Boah, ey, das war gerade bitter, dass das nicht geklappt hat. Ja, einpacken und gehen. Also wir holen uns den Mais. Und das da. Immerhin. Einpacken, zurückkehren. Gut. Immerhin ein bisschen Mais. Aber wisst ihr, was das Beste ist? Ich kann jetzt auch theoretisch Mais hier anbauen. Bauen wir als nächstes hier Mais an, statt noch mehr Mohrrüben. Mais ist eine gute Nahrungsquelle. Es geht auch langsam wieder hoch. Aber halt auch nur durch diese zwei Dekrete, ne? Leute sind jetzt halt schlecht gelaunt. Darf man ihnen echt nicht verübeln, dass sie gerade schlecht gelaunt sind aufgrund der Situation. Es lief so gut, da kamen diese Dämmlergeräuber. Wisst ihr, was ich glaube ich mache? Das ist, glaube ich, total... Nee, guck mal, die brauchen Munition. Ich kann das total vergessen. Okay, Leute, die Kinder sind glücklich. Ich kann das vergessen. Ich brauche diese Dinge hier noch nicht zu bauen. Ich bin auch echt am Überlegen, ob diese Türme nicht eventuell wirklich ins Zentrum eher gehören. Ich kann damit nichts machen. Ohne Munition. Wir müssen erstmal weiter forschen. So doof es auch klingt. So, die Kinder sind glücklich. Dann gehen wir mal zur Aktivkohlemaske wieder zurück. Ich hab's gerade gemerkt. Wir machen hier wieder mit den normalen Sachen weiter. Ich habe jetzt wieder einen Forschungspunkt, aber ich brauche halt drei. Eieieiei. Wir arbeiten halt immer noch am Wissenstransfer. Das ist halt das Einzige, was mich jetzt hier gerade immer aus der Scheiße ziehen kann. Wissenschaft. Kommt mir irgendwie bekannt vor. Nur mit dem Unterschied, dass ich drauf hören werde, was die Wissenschaft sagt. So, jetzt gucken wir mal gerade eben, wie es mit dem Strom aussieht. Der hat wieder keinen Strom. Wie kann das sein? Wie kann das sein, dass hier der Strom abhanden gekommen ist? Was sagt mein Stromnetz? Energieüberschuss angeblich plus 400. Da ist doch irgendwo was verhungert. Ja, hier. Das Stromnetz hier ist nicht angeschlossen. Warum ist dieses Stromnetz hier nicht angeschlossen? Das ist ja mal total scheiße. Ja, ohne Witz, ich sorge jetzt mal dafür, dass ich jetzt mal ein richtiges Stromnetz habe, ne? Mit so Überschusspositionen.
dass das Stromnetz auch wirklich ein geschlossenes Netz ist. Deswegen kommt da oben auch gerade eben nichts an. Hier unten haben sie Überschuss und da oben fehlt's. Da braucht man nichts mehr wundern. So, eine weitere Technologie wurde erforscht. Das Problem ist aber... Warte mal, ein Fest mal, ja, ja. Von wegen Forschung. Unsere Forscher haben vorgeschlagen, sich an einer neuen Technologie zu versuchen. Die Idee ist, ein Dekret zu erforschen, das die Siedler dazu bringen kann, alle Erwachsenen, die nicht das Glück hatten, die Schule zu besuchen, auszubilden. Das ist sehr, sehr praktisch, weil das war genau der Job. Zufriedenheit sehr niedrig. Die Zuversicht in unserer Siedlung ist am Sinken. Vielleicht sollten wir unseren Siedlern eine Möglichkeit zur Entspannung bieten. Okay. Kneipe. Schnaps! Ja, toll. Das mit dem Schnaps wird ein Problem bleiben. Aber wir sehen, ne, dass unsere Nahrungssituation sich anfängt zu regenerieren. Das Wichtigste ist tatsächlich sogar die Wassersituation. So, warte mal, da ist wieder ein Händler gekommen. Wie praktisch. Ah, sie wieder. Sie kommt sehr gerne. Einen schönen Tag wünsche ich. Ich freue mich, mal wieder hier sein zu können. Ich habe eine ganze Reihe an super tollen Sachen für dich eingepackt. Schau doch mal, ob du an irgendetwas interessiert bist. Ich habe jede Menge Crap dabei, den ich an niemand anders verticken kann. Schau dich mal um. das ist leider nichts, was ich dringend brauche. Wissen ist sehr, sehr wichtig, aber so wichtig ist es mir dann auch nicht. Plastik, Elektronik. Sie hat dieses Mal echt wenig dabei. Und das, was ich ihr geben kann, ist... das wäre mehr, als ich ihr bieten kann. Nee, Mädel, es tut mir schrecklich, schrecklich leid. Aber ich glaube, ich habe dieses Mal nichts. Vielleicht kann ich sie auch einfach nur dazu bewegen. Dass sie einfach nur ganz glücklich geht. Ja. Hervorragend. Einfach die Laune von ihr verbessern. So, Freunde, ich hoffe, ich habe eure Laune auch ein bisschen verbessert. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Auf jeden Fall, meine ist gut, auch wenn die Situation verfahren ist. Ich bedanke mich bei jedem, der ein Like dagelassen hat, bei jedem, der abonniert hat, vielleicht auch die Glocke aktiviert hat und natürlich auch bei meinen Patrons. Vielen Dank, Leute. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Schöne Zeit. Tschüss und Ade.